Einen wunderschönen Abend euch. Wir haben schon die zweite Januarwoche, unglaublich. Ich werde immer wieder ein bisschen sagen, welches Datum das wir haben. Das ist, damit ich mich an der eigenen Nase nehme und das Video so schnellstmöglich hochladen werde. Das ist eigentlich nur zu eurem Gunsten. Und zwar, mein nächstes Video handelt von meinen Wettkämpfen und warum ich keine mehr bestreiten werde. Die Frage wurde mir oft gestellt und jetzt auch signifikant unter meinem letzten Video wurden zwei, dreimal wirklich so nochmal nachgehakt, hey, warum machst du keine Wettkämpfe mehr? Was ist der Grund? Erzähl ein bisschen und so. Also die, die mich jetzt vielleicht auch nicht länger verfolgen, erzähle ich ein bisschen kurz meine Geschichte, damit sie den Hintergrund verstehen. Ja, ich habe drei Saisons hinter mir. Meine erste Saison habe ich 2014 gestartet, ganz spontan mit meinem Coach, mit dem ich auch jetzt noch zusammenarbeite, mit Coach Burak. Wurde dort Sechste, ja, ich wurde Sechste an einem Bikini-Wettkampf in der Schweiz, also der IFBB Schweizer Meisterschaft in Basel, ja, das war im Herbst. Und ja, war ziemlich zufrieden damit. Für den ersten Wettkampf war total aufgeregt und das war etwas Neues und es gab mir ein bisschen einen Push. Und ja, startete eigentlich ein Jahr danach wieder, 2015, und merkte dort schon, da ich auch mit dem Ausdiäten ein bisschen so nicht das machte, was ich sollte. Also ich hatte einen Jojo-Effekt, ich hatte allgemein höheren Setpoint als wahrscheinlich die meisten Athletinnen oder Athleten. Das liegt zumal sicher daran, dass ich eine gute Esserin bin, dass ich sehr gerne esse und ja, ich auch früher nicht die schlankste war. Also da tendiere ich doch eher zu Zunahme. Bin ich ganz ehrlich auch mit mir selber. Ich finde es immer wichtig, dass man sich selbst reflektiert. Und hatte dort einen Jojo-Effekt, wollte aber unbedingt 2015 wieder auf die Bühne. Habe ich auch geschafft, mit einer schlechteren Platzierung, da wurde ich Zehnte. Das war auch im Herbst und ich merkte dort schon, mein Stoffwechsel wollte nicht so, wie ich wollte. Also die Diät, die 2014 geklappt hat, ging gar nicht 2015 und daher mussten wir uns eine andere Strategie einfallen lassen. Das war auch so, dass ich unweigerlich noch Muskelmasse dazu gepackt habe. Ich bin von Natur aus, habe ich ordentlich was im Bizeps und auch im Po und Beine sowieso. Ich komme aus dem Kunstturnen, also ich habe mein Leben lang schon Sport gemacht. Das heißt, ich habe eine gute Grundvoraussetzung zum Muskeln aufbauen, kann man so sagen. Ist auch, wie gesagt, ein bisschen Genetik-Sache. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, nach dem Wettkampf 2015, ich brauche eine Pause. Ich brauche es nicht nur körperlich, ich brauche es auch mental, weil Wettkämpfe ziehen am wirklich, das zieht. Also wer noch nie Wettkämpfe gemacht hat, für die einen ist es ein bisschen leichter, für die anderen ist es ein bisschen schwerer. Aber es ist, bei allen muss man aus der Komfortzone. Bei mir war es so, dass ich doppelt und dreifach aus meiner Komfortzone musste, weil ich natürlich einen höheren Setpoint hatte. Das weiß ich aber auch und ich weiß auch, dass ich da ein bisschen mehr abnehmen muss, als vielleicht, sagen wir mal, die Athletinnen, die auch vielleicht das ganze Jahr durch sich einpendeln und sich vielleicht auch vielleicht ein bisschen mehr an der Nase nehmen, kann man dazu sagen, vielleicht. Ich bin halt auch ein extremer Genussmensch, aber das hat jetzt nichts zur Sache. Auf jeden Fall habe ich 2016 ausgesetzt, ich habe eine Pause gemacht und habe 2017 eine neue Chance gesehen in der Wellnessklasse, die ganz, ganz frisch zu uns gekommen ist. Und ich habe die schon 2013 gesehen in Brasilien und ich dachte, fuck, genau das wäre meine Klasse. Wenn die kommt, bin ich die allererste, die auf die Bühne geht.
Und so kam es dann auch. Ich habe Ende 2016 erfahren, oh, die neue Klasse wird eingeführt, die Wellness-Klasse. Kurz, damit ihr wisst, was es überhaupt für eine Klasse ist. Das ist eigentlich eine Klasse, ich dachte früher, das ist eine Klasse zwischen Bikini und Physik. Nein, zwischen Bikini und Figur. Aber es ist eigentlich eine Klasse zwischen Bikini und Physik. Weil die Masse hast du von einer, ja, Physikathletin, also du bist gut gebaut, du bist so, ja, ein Schrank kann man sagen, aber hast nicht so einen tiefen Körperfettanteil. Plus, die Proportionen sind etwas anders verteilt, das heißt, der Fokus liegt klar auf den Beinen, auf dem Po, auf eine sehr schlanke Taille, also sehr weiblich noch durch den höheren Körperfettanteil, aber halt ausgeprägte Beinmuskulatur und Po. Und das war genau mein Ding. Ich dachte, fuck, genau das will ich. Und ja, habe mich darauf vorbereitet und hatte eine wirklich tolle Wettkampfdiät. Ich hatte die beste Wettkampfdiät, die ich mir vorstellen kann. Zumal natürlich auch die Unterstützung meines Partners viel beigetragen hat. Zum anderen aber auch, weil ich mir, also mein Coach und ich, haben uns ganz, ganz viel Zeit gegeben. Ich war 7 Monate auf Diät. Bin ich sogar ein Jahr, ich hatte eine Vordiät und dann kam die Diät und dann kam die Wettkampfdiät. Man kann sich fragen, was? Ja, das habe ich gemacht, das brauche ich aber auch, das habe ich gebraucht. Ich hatte auch Diätpausen, wo ich mich ein bisschen erholen konnte und hatte für mich die beste Form auf die Bühne gebracht, die ich jemals hatte. Und war total happy, auch mit dem Ergebnis. Also ich wurde 5. von wirklich, ich glaube es waren 12 oder 13 Wellness-Athletinnen in der Schweiz, die sahen wirklich fucking geil. Also die 3, 4 Erstplatzierten waren wirklich, das waren wirklich krass. Ja, so, ich habe natürlich nach den Wettkämpfen mich auch selber reflektiert. Das mache ich immer nach den Wettkämpfen. Ich schaue mir die Videos und Fotos ein bisschen an. Ich vergleiche mich. Jetzt nicht, dass man sich mit anderen vergleichen sollte im normalen Leben, aber bei einem Wettkampf ist es schon so, dass man sich natürlich die Erstplatzierten auch anschauen muss. Und an seinen Defiziten arbeiten zu können, muss man sich vergleichen, muss man auch natürlich schauen, erstens will ich das und zweitens, wo sind meine Defizite und daran zu arbeiten. Ja, so viel mal dazu. Ich habe im Vorfeld auch extra ein Seminar besucht, um mir natürlich ein bisschen im Klaren zu werden, was auf mich zukommt, was Wellnessklasse anbelangt in der Schweiz. Und hatte ein bisschen Angst, ich muss ehrlich sagen, oder ich hatte Respekt, weil die Wellness-Athletinnen in Brasilien, das sind Monster. Also die haben solche Brecherbeine, wirklich, das sind richtige Viecher. Dazu gibt es aber dann auch wieder die Wellness-Athletinnen, die proportional, auch wenn der Fokus Beine den Fokus Bein liegt, sehr weiblich noch sind und das hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall wollte ich auf diesem Seminar auch ein bisschen wissen, so was die Richtlinien sind, auf was geguckt wird, explizit, weil man da auch, weil es ja auch das erste Jahr in der Schweiz war, auch wahrscheinlich nicht genau so wusste, was auf einen zukommt, auch ja, wie viele Teilnehmer das sind und wie die Resonanz ist. Und, ja. Auf jeden Fall war der Leiter des Seminars der ein Richter in Deutschland mit seiner Athletin Ramona Valerie Alp. Die ist deutsche Meisterin in der Wellnessklasse und die haben ganz klar vorgegeben, dass auch in der Deutschsprache oder sagen wir in Deutschland und sagen wir mal Europa wird klar unterschieden zu Brasilien. Und zwar einfach, weil Brasilien oder die brasilianischen Frauen auch eine andere Körper oder eine andere Genetik haben, einen anderen Körperbau. Und da wurde auch uns klar aufgezeigt, so auf was geguckt wird. Wie gesagt, es darf nicht zu hart sein, es darf nicht. Also sie haben uns wirklich eigentlich sehr gut darauf vorbereitet und ich habe mich darauf gefreut, weil genau das Ebenbild hatte ich. Ich habe richtig Beine und ich bin auch, ich
bin aus dem Bild gesprungen von einer Bikini-Athletin, aber ich hatte jetzt nicht die krassen Oberbeine, dass ich in keinen Jeans mehr reinkomme. Es ist einfach sehr dominant gegenüber der anderen Partie. Und daher war ich ziemlich froh darum, dass das auch unterschieden wird. Ja, und habe mich eigentlich dann vorbereitet und bin in einem Wettkampf, wurde Fünfte. Und habe mich dann selber reflektiert. So nach ein paar Wochen nach dem Wettkampf sieht man auch ein bisschen klarer. Ich habe dann auch meine Resonanz gezogen, dass ich keine Wettkämpfe mehr bestreite. Aus verschiedenen Gründen. Der erste ist der Trend. Der Trend, den jetzt natürlich vorgegeben wurde, durch das es das erste Mal war, waren die erst- bis viertplatzierten Mädels, war für mich Profiniveau. Also es war wirklich Profiniveau, weil die so eine krasse Härte aufwiesen, das waren für mich schon fast Physikathletinnen. Das heißt, es wurde sehr auf Härte gelegt, sehr auf auf jeden Fall sehr hart musste man sein. Und eigentlich waren es für mich wirklich Physikathleten. Ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen. Ja, erstens, diesen Trend möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Es ist für mich nicht erstrebenswert, weil es nicht meiner Ästhetik entspricht. Das ist ja sehr individuell. Für viele bin ich auch jetzt schon zu too much gewesen. Mir gefällt meine Form sehr. Zum anderen ist es auch ein Trend, den ich nicht unterstützen möchte, weil, seien wir mal wirklich ehrlich, entweder gehörst du zu der Sorte, dass du eine Genetik hast von einer Göttin, und ich schließe nicht aus, dass diese Mädels das hatten. Die haben wirklich, auch wenn man sie jetzt beobachtet etc., die sind einfach wirklich tolle Mädels. Und ich habe diese Genetik nicht. Sprich, der Preis ist enorm hoch, wenn ich jetzt weitermachen würde wollen. Zum anderen ist es auch sehr fragwürdig, ob ich das möchte. Also mir gefallen die Mädels schon, aber ich möchte jetzt nicht so aussehen. Das wäre für mein Körperbild, was ich an mir sehe, ist es nicht erstrebenswert. Es ist für mich zu viel. Das heißt, entweder entscheide ich mich wieder für Bikini-Klasse, wo ich sowieso zu viel Muskulatur habe, oder ich greife in meinem Fall zu illegalen Substanzen und pflege mich da ein bisschen hoch, sagen wir es mal so. Zum einen liegt mir die Gesundheit sehr, sehr am Herzen. Ich bin sehr, sehr gesund. Ist es auch fragwürdig für mich, ob es Sinn macht, weil ich, wie gesagt, nicht die Genetik habe. Ja, das ist so ein bisschen der Grund. Und der Aufwand, auch wenn ich eine tolle Wettkampfdiät hatte, ich hatte wirklich gut, ist der enorm. Also, wie gesagt, ein Jahr auf Diät, das hört sich lang an, ist es auch. Es ist wirklich lang und es gehört ganz, ganz, ganz viel Disziplin, Willensstärke, und das Umfeld muss es auch akzeptieren. Also ich habe zum Glück einen ganz, ganz tollen Partner, der mich da vollumfänglich unterstützt hat, und ich habe einen ganz, ganz tollen Coach, der mich nie aufgegeben hat, und egal welche Ausgangssituation ich hatte, er vertraute mir, dass ich den Willen habe, das durchzuziehen. Und abschließend möchte ich auch sagen, dass ich nichts bereue. Never ever. Ich habe mich so krass weiterentwickelt durch die Wettkämpfe, durch das ich mein Mindset erweitert habe, dass ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, wo ich mir niemals erträumt hätte. Und ja, wie gesagt, ich sag niemals nie, ich sag wirklich niemals nie, aber momentan schätze ich viele
Dinge im Leben und habe auch andere Prioritäten, was viel wichtiger ist. Ich möchte mich weiterbilden, ich möchte noch reisen, ich möchte so viel noch im Leben erleben. Entschuldigung, die Kamera hat abgestellt. Das ist so das Sony-Modell, whatever, was nach 15 Minuten, wenn es am Stück läuft, auf Sparmodus geht. Also, ja. Anyway, wie gesagt, eigentlich habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit den Wettkämpfen. Ich bereue nichts. Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch mit meiner jetzigen Form. Und ja, ich bin mega gespannt, was ihr so zu sagen habt, was eure Meinung auch ist bezüglich den Wettkämpfen, sofern ihr sie ein bisschen verfolgt habt, vor allem die Wellnessklasse, wie ihr das gesehen habt, wie ihr den Trend seht. Es ist halt wirklich ein Trend, der sehr, sehr ins Extreme geht. Und ich bin auch ein bisschen, das möchte ich noch abschließend auch sagen, ganz, 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 ganz minim enttäuscht. Weil das, was die Richtlinien eigentlich besagten, völlig über Bord geworfen wurde. aber das tut nichts zur Sache. Das ist jetzt so, die Mädels haben es wirklich verdient, wenn man sie auf der Bühne gesehen hat, stachen sie einfach raus, das ist so. Aber es ist einfach halt auch eine Verantwortung, in welchen Trend, dass man reingehen möchte, und das überlasse ich gerne euch, was eure Meinung dazu ist, wie ihr auch das seht, wie ihr auch den Trend seht. Ich wünsche allen, die jetzt in die Vorbereitung gehen für das Frühjahr oder für den Herbst oder auch sonst, ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Glück und Willensstärke und überhaupt. Und verabschiede mich in diesem Fall mal von meinem Video. Ich werde es so wenig wie möglich schneiden. Das ist auch der Sinn der Sache. Nicht, weil ich nicht gerne schneide. Tue ich wirklich nicht gerne. Aber es soll auch so real wie möglich rüberkommen. Es soll auch wirklich so wahrheitsgetreu auch mit meinen Sprachfällen, mit Sachen, die ich vielleicht jetzt mehrmals wiederholt habe, mitgeschnitten werden, damit ihr auch seht, dass ich hier nichts irgendwie verheimliche oder 100.000 Mal mich spreche, weil ich irgendetwas sage, was ich nicht sagen sollte. Also von dem her bin ich sehr, sehr offen und tue meine Meinung gerne kund und verabschiede mich mit diesen Worten an euch und hoffe, dass das Video nicht zu lang ist. Je veux que tu saches.